Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Man spielt dann nicht nur für sich, wobei man schon vielen Spielern, glaube ich, ankreiden kann, dass es, da gibt es auch zwei verschiedene, eben die einen, die spielen dann nur noch für sich und versuchen dann ihre bestmöglichste oder sich bestmöglichst zu präsentieren, um dann, falls es dann runtergeht, eventuell einen neuen Verein leichter zu finden, weil sie ja die waren, die noch am besten gespielt haben. Und es gibt die, die halt dann ganzheitlich denken und dann wirklich den ganzen Verein sehen. Und auch für die Leute, zum Beispiel in der Geschäftsstelle spielen. Wir hatten auch in Ingolstadt was, wir haben uns mit der ganzen Geschäftsstelle auch zusammengesetzt. Das wollten die damals auch so, aber es war für uns auch gut als Mannschaft, weil viele Spieler einfach drin waren in unserer Mannschaft, die es nicht kapiert haben, dass es nicht nur um einen selber geht, sondern wirklich um den ganzen Verein.